Freut mich sehr über dieses Thema Big Data, Chance für die Demokratie, Fragezeichen, Ausrufezeichen zu sprechen. Ja, das ist tatsächlich ein spannendes und auch hochaktuelles und schwieriges Thema. Vor einigen Monaten hat Martin Schulz, der Parlamentspräsident der EU, gesagt, wir müssen jetzt kämpfen gegen den technologischen Totalitarismus. Und Barack Obama sagte, das ist die Zeit, wo um die Welt liberale Demokratien unter Druck stehen und wo Objektivität, freie Presse, Fakten und Evidenz immer mehr unterminiert werden oder sogar völlig ignoriert werden. Und Papst Franziskus fragte, was ist los mit dir, humanistisches Europa, du Verfechterin der Menschenrechte, der Demokratie und der Freiheit? Ja. Was ist eigentlich passiert, wenn die mächtigsten Menschen dieser Erde solche verzweifelten Notrufe aussenden? In der Tat können wir erkennen, dass einige Demokratien unter Druck geraten sind, in der Türkei zum Beispiel oder in Ungarn und in Polen oder in Frankreich. Sind wir auf dem Weg in einen neuen Totalitarismus? Keine Frage, wir leben in einer Zeit von Big Data. Innerhalb von nur einer Minute setzen wir 700.000 Google-Anfragen ab, 500.000 Facebook-Posts, und wenn wir einkaufen gehen und uns bewegen durch die Welt, fallen Datenspuren an, und all diese Datenspuren, die produzieren Big Data. Ja, diese Daten werden gesammelt von Staaten, das wissen wir alle, und zwar um den Terrorismus zu bekämpfen, aber andererseits sammeln solche Daten auch Unternehmen, aus dem einfachen Grund, weil Daten als das neue Öl gelten. Damit kann man also viel Geld machen. Und es gibt natürlich auch noch diesen Spruch, Wissen ist Macht. Das ist noch ein weiterer Grund, Daten zu sammeln. Chris Anderson war der Meinung, wenn wir nur genügend Daten hätten, dann bräuchte es gar keine Theorie mehr und keine Wissenschaft, sondern dann enthüllt sich die Wahrheit ganz von selber. Und so kam der Traum auf, dass wir jetzt alles wissen können, was in der Welt passiert, in Echtzeit, in jedem Winkel der Erde, dass man es quasi wie in einer Kristallkugel sehen könnte, einer digitalen Kristallkugel, die womöglich sogar die Zukunft vorhersagen kann mit Predictive Analytics. Das Militär arbeitet daran und dabei kommt künstliche Intelligenz zum Einsatz. Künstliche Intelligenz, von der man erwartet, dass sie in 20 Jahren die menschliche Denkfähigkeit übertreffen wird. Schon seit einigen Jahren sind Computer die besten Schachspieler der Welt. Sie sind bessere Arbeiter, Roboter, ermüden nicht, sie beklagen sich nicht, sie müssen keine Steuern bezahlen. Das ist attraktiv natürlich für Arbeitgeber. Und in einem Bereich, wo wir ein bisschen empfindlich sind, werden wahrscheinlich Automaten auch bald besser sein als die Menschen, nicht beim Autofahren. Genauso werden Computer bei der medizinischen Diagnose eingesetzt, da sind wir natürlich froh. Und sie können auch Fragen besser beantworten als Menschen. IBM Watson hat also diese Spieleshow gegen die besten Gegner gewonnen. Und kann man ja sagen, im Grunde genommen ist es doch toll, werden Roboter und künstliche Intelligenzen letzten Endes die Menschheitsprobleme in Kürze gelöst haben, die zu komplex für uns sind. Ja, Roboter jedenfalls werden immer ausgeklügelter, können immer mehr. Sie können insbesondere selber dazulernen und sie können eigentlich sogar neue Roboter bauen, bessere Roboter. Und damit können sie sich eigentlich vermehren. Und sie können sich entwickeln. Es wird also neue, intelligente Spezies auf diesem Planeten geben, mit denen wir möglicherweise konkurrieren werden oder die uns ergänzen und helfen werden. Wir werden es sehen. Und die Vorstellung war eigentlich die, dass diese künstlichen Intelligenzsysteme die menschlichen Schwächen überwinden helfen. Das heißt, die Emotionen, die Subjektivität, ja, die Begrenztheit unserer Verständnisfähigkeit der Welt und so weiter. Und dann wird sich tatsächlich, sagt man, alle Probleme wie von selber lösen in 20, 30, 40 Jahren.
Aber dann stellt sich heraus, ganz so einfach ist es doch nicht. Der Chatbot zum Beispiel von Microsoft, der wurde innerhalb von einem Tag von seinen Nutzern zu einem Nazi umerzogen. Das heißt, er war genauso manipulierbar wie Menschen auch. Und wir haben auch gesehen, dass diese selbstfahrenden Fahrzeuge manchmal Unfälle bauen, die Menschen nicht gemacht hätten. Also auch Roboter sind fehlbar. Wir können fast sagen, sie sind auch nur Menschen. Ja. Aber in jedem Fall werden intelligente Maschinen natürlich nützliche Werkzeuge für uns sein, keine Frage. Und werden sie dann intelligenter werden, werden sie wie Teammitglieder sein. Es gibt sogar schon Firmen, die künstliche Intelligenzsysteme im Aufsichtsrat einsetzen oder für strategische Entscheidungen. Und irgendwann werden sie dann so schlau, dass sie unsere ganzen kleinen Fehler korrigieren und sagen, was wir tun sollen. Und die Frage ist, werden sie irgendwann unsere Chefs sein? Ja, darüber wird auch schon geforscht. Und jetzt kann man noch einen Schritt weitergehen und sich fragen, könnte man nicht mit all dieser künstlichen Intelligenz und all den Daten die Welt jetzt endlich durchoptimieren, perfektionieren und wie ein wohlwollender Diktator lenken oder wie ein weißer König, datengetrieben. Und in der Tat gibt es Firmen, die in diese Richtung arbeiten. Ja. Facebook werden imperiale Ambitionen nachgesagt und auch IBM hat den kognitiven Computer Watson als nächsten US-Präsidenten vorgeschlagen. Ja, kann über den Wahlausgang denken, wie man will. Jedenfalls ist die Frage, wäre das eine gute Idee oder nicht? Gar nicht so einfach zu beantworten. Auch Google möchte den Staat neu programmieren. Das heißt, jetzt wird ein Betriebssystem für die Gesellschaft der Zukunft programmiert. Und das betreibt dann auch uns. Also wenn man das machen möchte, dann muss man eigentlich wissen, was sind die einzelnen Teile, aus denen die Gesellschaft aufgebaut ist. Das sind Sie und ich und politische Parteien und Firmen und all das. Und man muss wissen, wie sich diese Einzelteile verhalten und wie man sie vor allen Dingen steuern kann. Und hier spricht man von einer kybernetischen Gesellschaft. Und schon in den 70er Jahren gab es eine Variante in Chile. Man hat das als den dritten Weg neben Kommunismus und Kapitalismus betrachtet. Und die Vereinigten Staaten haben damit Sorge drauf geschaut. Und die CIA hat dann dem Spuk ein Ende bereitet. Aber die Idee hat fortbestanden, zum Beispiel in Singapur, was sich als soziales Labor betrachtet. Da werden also quasi Experimente gemacht mit den Bürgern. Und man kann sicherlich insgesamt sagen, nach der Automatisierung der Produktion und des Fahrens scheint jetzt die Automatisierung der Gesellschaft als nächstes anzustehen. Wie funktioniert das? Ja, man verwendet da maschinelles Lernen, wie zum Beispiel diese berühmten Deep Learning Algorithmen und die lässt man los auf diese Big Data, die über alles und jeden gesammelt worden sind. Auch viele persönliche Daten, von denen Sie gar nicht wissen, dass die existieren, die überwiegend ohne Ihr Einverständnis und ohne Ihr Wissen gesammelt worden sind. All diese Klicks, die Sie machen in Ihrem Internetbrowser, die werden von Cookies mitgeschrieben und das wird weiter berichtet. Man kennt sie also viel genauer als ihre Freunde und sie sich selber. Und das wird dann eingesetzt, um sie manipulierbar zu machen mit personalisierter Information. Google war eines der ersten Unternehmen, was das gelernt hat. Das heißt, mit an sie persönlich angepassten Informationen kann man ihre Aufmerksamkeit steuern und damit auch ihre Emotionen, ihre Meinung, ihre Entscheidung und ihr Verhalten beeinflussen. Und das ist natürlich nicht die einzige Firma, die das macht, sondern es gibt natürlich jede Menge Internetplattformen, die Ihnen Empfehlungen geben, vom Urlaubsort über das Hotel und die Fluggesellschaft und wen Sie abends noch daten können und so weiter. All das wird von Algorithmen heutzutage gesteuert. Und das ist für den Staat auch interessant. Und da spricht man von Nudging. Da werden uns also auch letzten Endes Entscheidungen untergeschoben, ohne dass wir das merken.
Und die Wissenschaft, die dahinter steckt, die nennt man Behaviorismus. Skinner hat vor vielen Jahrzehnten Tiere aller Art in Käfige gesteckt und sie bestimmten Anreizen und Bestrafungen ausgesetzt, zum Beispiel elektrischen Schlägen, um sie dazu zu bringen, bestimmte Dinge zu tun oder zu lassen. Und man nennt das Konditionierung. Und genau das wird jetzt auf uns alle angewandt. Und dieser Skinnersche Käfig, das ist die Filterblase, in der sind wir quasi jetzt gefangen. Das ist eine personalisierte Informationswelt, die tut uns nicht weh, aber die lenkt sozusagen unsere Aufmerksamkeit und unser Denken in einem gewissen Grade. Die Frage ist, wie weit? Ja, sind wir schon ferngesteuert? Und wenn man sich solche Bilder anschaut, wie sehen sie natürlich tagtäglich, dann denkt man sich, es ist schon ziemlich weit mit uns gekommen. Ja. Aber trotzdem funktioniert das nicht perfekt. Ja, wir haben schon noch so ein bisschen freien Willen, auch wenn man es uns nicht gerne zugesteht. Und deswegen gibt es noch wirksamere Methoden, wie zum Beispiel diesen Citizen Score, der in China getestet wird. Und da gibt es dann für alles, was Sie tun und lassen, Plus- oder Minuspunkte. Auch für das, was Ihre Freunde tun oder lassen. Und das betrifft letzten Endes die Videos, die Sie im Internet sehen, die Musik, die Sie hören, die Nachrichten, die Sie anklicken, alles. Und das beeinflusst dann, wie viel Sie bezahlen müssen für Ihren Kredit, in welche Länder Sie reisen dürfen im Falle von China und welche Jobs Sie bekommen können. Und wenn die Ressourcen knapp würden, ja, also wenn es nicht genügend Grippeimpfungen für alle gäbe oder genügend Arznei oder genügend Nahrungsmittel, man rechnet ja mit Knappheiten in der Zukunft, ja, dann würde Ihr Punktestand, denn Ihre Nützlichkeit als Bürgerin oder Bürger letzten Endes misst, darüber entscheiden, ob Sie noch was abbekommen oder nicht. Ja. Da würden Sie doch alle wahrscheinlich das tun, was man von Ihnen möchte. Ja. Und das ist übrigens nicht nur in China auf dem Weg, sondern auch in dem Vereinigten Königreich. Da nennt man das Karma Police. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Das ist quasi das digitale jüngste Gericht, könnte man sagen. Ja, und damit macht man uns steuerbar und das ist nicht von ungefähr, sondern durchaus gewollt. Denn lange Zeit hatte man die Idee, die Welt ist eigentlich nichts anderes als ein großes Schachbrett. Und dann muss man wissen, wie man diese ganzen verschiedenen Schachfiguren einsetzt, wie man sie führen kann. Es bräuchte also nur einen großen Schachcomputer, der uns alle dazu bringt, das Richtige zu tun, so dass das optimale Ergebnis für die Welt herauskommt. Und das hört sich ja eigentlich aus Sicht von strategischen Visionären ganz fantastisch an, aber es stellt sich heraus, dieses Schachbrett funktioniert nicht. Und das funktioniert nicht, weil es Leute gibt, die die Regeln ändern, und auch, weil wir zu wenig innovativ sind und damit sozusagen die Veränderung der Welt uns in alle möglichen Situationen hineinbringt, mit denen wir nicht gerechnet haben. Das heißt, wenn wir in dieser Filterblase eingesperrt sind, dann wird es wirklich schwierig, out of the box zu denken, richtig kreativ zu sein, bestehende Lösungen in Frage zu stellen und tatsächlich neue Lösungen auf den Weg zu bringen. Ja, ich persönlich glaube, unsere Gesellschaft ist an einem Scheideweg angelangt. Ja, es gibt tatsächlich einige Leute, die die Demokratie offen in Frage stellen, die behaupten, sie sei eine veraltete Technologie. Sie habe zwar Reichtum, Gesundheit und Glück für Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt gebracht, aber jetzt sagen diese Leute, wollen wir etwas Neues ausprobieren. Und die Frage ist ja, was soll das dann sein? Keine Frage hingegen ist, ja, man kann jetzt eigentlich diese ganzen verschiedenen Regierungs- und Gesellschaftsmodelle der Vergangenheit digital neu erfinden. Ja? Sie sagen mir, was Sie wollen,
Ich sage Ihnen, wie man es bauen kann. Ja? Also beispielsweise könnte man den Feudalismus 2.0 bauen. Ja? Dieser Bürger Score, Citizen Score ist genau sowas in der Art. Ja? Oder den Faschismus 2.0, also eine Big Brother Gesellschaft. Ja? Technologisch sind wir da übrigens schon weit an diesen Sachen vorbei. Also das könnte jederzeit gemacht werden. Und man könnte auch den Kommunismus 2.0 bauen, wo der Staat weiß, was am besten für uns ist und uns dann sagt, was wir zu tun und zu lassen haben. Ja? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe das Gefühl, es wird Zeit, dass wir erstmal Stopp sagen und innehalten und nachdenken, denn es ist tatsächlich so, dass jetzt die Errungenschaften der Vergangenheit der letzten Jahrhunderte auf dem Spiel stehen. Ja? Selbstbestimmung, Freiheit, Menschenwürde, die Unschuldsvermutung, Fairness, Gerechtigkeit, das Recht, unser eigenes Lebensglück zu suchen, Pluralismus, Demokratie, Partizipation, das ist plötzlich alles in Frage gestellt. Und ich bin nicht der Einzige, der da Bauchschmerzen bekommt. Selbst Kasansky, einer der Väter dieses Nudgings, was ich vorher erwähnt hatte, der Verhaltenssteuerung, hat jetzt ein neues Buch geschrieben und Sie sehen, er hat auch Sorge, dass wir Bürger dabei unter die Räder kommen. Vor allen Dingen aber funktioniert das gar nicht gut. Ja, schauen Sie sich an, wo Ungarn heute steht. Das war mal das führende osteuropäische Land. Und wo ist es jetzt? Und auch insgesamt in der Welt sind wir in diese Situation der Stagnation hineingeraten. Und meiner Meinung nach eine Nebenwirkung dieser Vorstellung, wir müssten die Welt nur optimieren. Naja, aber was passiert, wenn Sie optimieren, dann sind Sie irgendwann im optimalen Zustand angelangt, dann geht es nicht mehr weiter. Und genau, das ist die Situation, in der wir uns befinden. Stattdessen brauchen wir eigentlich aus meiner Sicht Koevolution, ja? Innovation, die völlig neue Lösungsansätze ermöglicht und kombinatorische Innovation. Ich komme darauf zurück. Und das hat man jetzt auch insgesamt erkannt, dass wir uns in einer Sackgasse befinden, dass wir tatsächlich ein offeneres Konzept für die digitale Wirtschaft brauchen. Und interessanterweise ist es so, dass die attraktivsten Städte der Welt gar nicht etwa in den großen IT-Nationen liegen, wie man vielleicht denken könnte. Ja? Die sagen ja immer, sie bauen jetzt das Paradies auf Erden. Ja, warum dann nicht bei Ihnen? Ja? Also weder USA noch Südkorea noch China sind hier in dieser Hitliste vertreten. Und in der Tat gab es vor kurzem auch eine Konferenz über sogenannte Smart Cities, wo man zum Ergebnis gekommen ist, diese rein daten- und technologiegetriebenen Lösungen für Städte, die funktionieren weder aus Sicht der Bürgermeister noch der Bürger noch der Unternehmen, die diese Lösung erarbeitet haben, wirklich gut. Also man kann nicht einfach den Bürger aus der Gleichung herausnehmen. Wir müssen den Bürger wieder irgendwie stärker berücksichtigen. Und ich komme später darauf zurück, wenn wir über Demokratie sprechen. Demokratie 2.0 sozusagen. Ja, wie groß ist das Problem, vor dem wir stehen? Ziemlich groß. Ja? Wir leben, wie manche sagen, heutzutage in der faktenfreien Gesellschaft. Es wird immer schwieriger zu entscheiden, ob Informationen im Internet Fakten sind, Behauptungen oder Lügen. Mittlerweile mischen sich soziale Bots auch in die Meinungsbildung ein, zum Beispiel beim Brexit. Möglicherweise hat es zu dem Ergebnis beigetragen. Das heißt, es ist jetzt nicht nur die persönliche Souveränität in Gefahr, sondern letzten Endes auch die Souveränität von Gebilden wie der Europäischen Union. Ja, die EU ist auseinandergebrochen und die Märkte sind eingebrochen. 3 Billionen hat es gekostet. Die EZB, die britische Nationalbanken mussten alle ordentlich Geld in die Märkte pumpen, das war richtig teuer. Ja, und mittlerweile spricht man auch an höchster politischer Stelle von den Gefahren. Also zum Beispiel der deutsche Außenminister Steinmeier spricht von der tödlichen Gefahr für die Demokratie und der
deutsche Innenminister sagt den Meinungsrobotern auch den Kampf an. Und auch die Wirtschaft hat das Problem erkannt, dass wir in so einer Art Matrix jetzt mittlerweile leben, die unser Denken im Grunde genommen beschränkt und unsere Freiheit. Und das erste Mal in der Geschichte haben sich jetzt 5 große Unternehmen zusammengeschlossen, und zwar Google, Amazon, Facebook, IBM und Microsoft, um die ethischen Fragen im Zusammenhang mit diesen digitalen Technologien zu diskutieren und Lösungen zu erarbeiten, insbesondere gegen diese schrecklichen Filterblasen, die jetzt tatsächlich immer mehr als Problem gesehen werden. Ja, aber wie sind wir überhaupt in diese Situation hineingeraten, diese missliche Lage? Das Problem ist, wir haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Die Probleme der Welt sind zum Teil ungelöst, wie zum Beispiel der Klimawandel, die Finanzwirtschafts- und Schuldenkrise oder Kriege und Konflikte in der Welt. Jetzt spricht man sogar von einer Gefahr des Dritten Weltkrieges, noch nie waren wir so, dem so nah. Massenmigration, Terrorismus, all das sind die Konsequenzen der mangelnden Nachhaltigkeit. Wir müssen uns da selber an die Nase fassen. Wir überbeanspruchen die Ressourcen der Welt. Dadurch kommt es zu einem Mangel an Ressourcen anderswo. Das verursacht dann Konflikte und Kriege, Massenmigration, Terrorismus, all diese Dinge, die jetzt vor unserer Tür stehen und die wir nicht haben wollen. Das heißt, wenn es besser werden soll mit dieser Welt und auch für uns, dann müssen wir dieses Problem endlich bei der Wurzel packen. Und wir spüren das alle. Der Gesellschaft steht eine große Transformation bevor. Die Frage ist nur, wie wird die aussehen? Und da ist die digitale Transformation nur ein Teil davon. Ja, es kommt durch künstliche Intelligenz und Robotik sicherlich eine Automatisierungswelle auf uns zu. Man sagt, 50% aller Tätigkeiten werden vielleicht von Algorithmen und Robotern übernommen werden in einigen Jahren. Aber das setzt Ressourcen frei für Dinge, für die wir nicht genügend Zeit hatten in der Vergangenheit, nämlich Umwelt und Soziales. Denn wir müssen gleichzeitig noch eine weitere Transformation bewältigen, nämlich eine ökologische hin zu einer kohlenstoffarmen Ökonomie. Innerhalb von 15 Jahren müssen wir 50% CO2 einsparen. Heutzutage wird das überall erzeugt. Bei Transport und Verkehr, beim Heizen, bei der Produktion von Gütern aller Art, insbesondere Plastik, das ist eigentlich überall verbaut, Dünger und so weiter und so fort. Das muss alles umgebaut werden. Ja, eine riesige Aufgabe, vor der wir stehen, und das können wir überhaupt nur dank der Digitalisierung schaffen. Und außerdem brauchen wir aus meiner Sicht eine Transformation des Finanzsystems, damit wir das schaffen können. Ich erkläre das nachher. Wichtig ist es zu erkennen, dass wir heutzutage in einer komplexen Welt leben. Zwar ist es so, dass die Rechenleistung, wie die blaue Gruppe zeigt, exponentiell zunimmt. Das heißt, alle 18 Monate verdoppelt sich die und die Datenmenge sogar noch schneller, wie die grüne Kurve zeigt. Alle 12 Monate produzieren wir so viel Daten wie in allen Jahren der Menschheitsgeschichte zuvor. Unvorstellbare Datenmengen, mehr als wir prozessieren können. In der Tat nimmt der Prozentsatz der Daten, die wir prozessieren können, mit der Zeit sogar noch ab. Das heißt, wir müssen wissen, welche Daten wir anschauen müssen und wie. Es braucht also weiterhin Wissenschaft, und dafür ist ja dann die ETH da. Zusätzlich aber gibt es durch die Vernetzung der Welt einen Zuwachs der systemischen Komplexität, und die wächst faktoriell, also noch viel schneller als die Datenvolumina. Das heißt, obwohl wir die beste Technologie aller Zeiten haben und mehr Daten denn je, geraten wir trotzdem in eine Situation hinein, wo wir die Kontrolle über die Welt verlieren, wenn wir sie top-down zu kontrollieren versuchen. Aber es gibt noch einen anderen Ansatz.
die verteilte Kontrolle, also mehr Partizipation, mehr Selbstorganisation, und darauf werde ich jetzt zu sprechen kommen. Wir müssen verstehen, dass in hochvernetzten Systemen die intendierten Effekte oft nicht eintreten, sondern häufig irgendwelche Nebenwirkungen, Feedback-Effekte oder Kaskadeneffekte. Und das ist der Grund, warum wir die Gesellschaft eben nicht wie ein Fahrzeug steuern können. Ja? Durch die Interaktion im System, also hier zwischen den Fahrzeugen, entstehen oft Dinge, die unerwartet sind und unerwünscht, wie zum Beispiel diese Staus aus dem Nichts. Ja? Die Fahrer haben hier eigentlich all die Informationen, die sie brauchen. Sie haben gute Technologie, sind gut ausgebildet, haben einen Führerschein und sie wollen alles, nur nicht das. Massenüberwachung hilft dir überhaupt gar nicht. Man will zwar sehen, wie der Stau entsteht, aber verhindern könnte man ihn nicht. Aber es gibt eine Lösung für dieses Problem, die ich Ihnen hier zeige. Zunächst einmal demonstriere ich Ihnen, dass wir dieses Problem Stop-and-Go-Verkehr verstehen. Es gibt mathematische Formeln dafür, die können wir im Computer simulieren. Und dann können wir schauen, wie man das Problem los wird. Naja. Nachdem wir das jetzt einige Zeit mitgemacht haben, sind wir dann auch wieder so innerviert, dass wir am liebsten aus dem Fahrzeug aussteigen würden. Das machen wir jetzt auch mal und nehmen dann den Hubschrauber. Und dann sehen wir nämlich, dass das Problem verursacht wird durch die Fahrzeuge, die da auf die Autobahn auffahren. Es produziert kleine Störungen, die schaukeln sich auf und dann produziert es den Stop-and-Go-Verkehr. Nun könnten wir eigentlich diese Fahrzeuge aber ausstatten mit Radarsensoren, die die Abstände messen und die Relativgeschwindigkeiten, und dann können wir die Fahrzeuge eigentlich automatisch fahren lassen, ja, durch Algorithmen gesteuert. Das machen wir jetzt und wir sehen, dass dann innerhalb von 0, nichts der Stau verschwindet, weil wir auf diese Art und Weise den Verkehr so stabilisieren können und die Kapazität leicht erhöhen können. Dafür braucht es kein Verkehrszentrum, was all diese Fahrzeuge steuert und lenkt, sondern wir müssen die Interaktion zwischen den Fahrzeugen leicht verändern. Das nennt man Mechanismus Design. Das funktioniert so, dass man Echtzeitmessung macht über die Abstände und Relativgeschwindigkeiten und dann in Echtzeit eingreift, also Feedback-Effekte einführt auf eine Art und Weise, die das Ergebnis so ändert, dass die Selbstorganisation dieses Systems zu gewünschten Effekten führt, also hier zum freien Verkehrsfluss. Und diesen Ansatz kann man eigentlich auf vielen Ebenen in der Gesellschaft tatsächlich anwenden, und das führt dann dazu, dass wir hier auf den untersten Ebenen Freiheitsgrade haben für Kreativität und Innovation. Ja? Das heißt, im Unterschied zu dieser digitalen Planwirtschaft, die ich am Anfang beschrieben habe, die top-down entscheidet, Sie machen jetzt bitte das, sonst gibt es Abzug beim Citizen Score, hin zu einem System, wo man sagt, wir brauchen jetzt drei Leute, die das machen, wer meldet sich? Und dann hat man Anreizsysteme, die sicherstellen, dass es drei Leute geben wird. Ja? Und dadurch haben wir hier tatsächlich mehr Flexibilität und es können neue, bessere Lösungen entstehen, und das funktioniert wirklich wunderbar. Wir haben zum Beispiel ein selbstorganisiertes Ampelsystem entwickelt, wo die Verkehrsströme die Ampeln steuern, statt umgekehrt, auf flexible Art und Weise, und das ist einer Steuerung durch eine Verkehrsleitzentrale weit überlegen. Kann die Wartezeiten für alle Verkehrsarten deutlich reduzieren. Das ist auch für die Umwelt gut. Und solche dezentralen Ansätze werden auch in Energiesystemen populär. Stichwort ist Smart Grids. Und in der Industrieproduktion, wo man von der Industry 4.0 spricht, da können also dank der Sensoren- und Kommunikationstechnologien die Produkte mit den Maschinen sprechen und sagen, mach doch bitte das mit mir. Oder die Produkte können mit anderen Produkten reden und sagen, ich habe es eilig, lass mich doch bitte mal vorbei, ich muss zum Kunden. All diese Dinge werden jetzt möglich, also Produkte werden intelligenter. Und dezentrale Ansätze lassen sich auch einsetzen, um die Gesellschaft tatsächlich
weiterzuentwickeln, auf ein neues Level zu bringen. Und zwar mit digitalen Assistenten. Und im Unterschied zu dieser Top-Down-Steuerung, die ich am Anfang genannt habe, funktioniert es so, dass wir diejenigen sind, die diese Systeme an- und ausschalten können, wann wir wollen. Wir geben die Ziele vor, wo wir hinwollen. Und dann bekommen wir verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Wir treffen dann selber eine Entscheidung, dann hilft uns das System, dieses getroffene Ziel dann so gut wie möglich zu erreichen. Und dieser Ansatz kann auch eingesetzt werden, um uns bewusst zu machen über die Situation, in der wir uns befinden in der Welt, und die Auswirkungen, die unsere Handlungen und Entscheidungen haben. Und diese Systeme können uns auch helfen, dass wir erfolgreicher miteinander interagieren. Beispielsweise gibt es heutzutage Echtzeit-Übersetzungssysteme. Da sprechen Sie also in Ihr Handy in einer Sprache hinein, im anderen Handy kommt es in einer anderen Sprache heraus. Also diese Systeme können helfen, interkulturelle Barrieren zu überwinden, und man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und die Erfolgsprinzipien verschiedener Kulturen auf neuartige Art und Weise miteinander zu kombinieren, dass wir endlich die großen Probleme der Welt gelöst bekommen. Und wichtig dabei ist es, dass wir hier bessere, intelligentere Entscheidungen treffen. Das ist aber gar nicht so einfach, denn die Welt ist so komplex, dass sie eigentlich keiner mehr vollständig verstehen kann. Wir sind also in einer Lage, wo wir das Wissen und die Ideen von vielen zusammenbringen müssen. Und das braucht letzten Endes solche Online-Deliberation-Plattformen. Das sind also digitale, virtuelle Plattformen, wo Argumente gesammelt werden auf einem virtuellen Tisch quasi. Und dann kann man sie sortieren in verschiedene Perspektiven auf dieses komplexe Problem. Und komplexe Probleme müssen immer von verschiedenen Perspektiven angeschaut werden. Und dann können Sie einen runden Tisch machen. Man diskutiert darüber, wie man die verschiedenen Perspektiven möglichst gut integrieren kann mit einer innovativen Lösung. Und das produziert kollektive Intelligenz. Schönes Beispiel ist eigentlich dieser Netflix-Preis. Können Sie auch bei Wikipedia nachlesen. Ja? Netflix bietet ein Fernsehprogramm an, möchte wie jede Firma, dass die Kunden zufrieden sind. Das heißt, man möchte Filme empfehlen, die die Kunden gerne anschauen. Dafür gibt es ein Bewertungssystem. Das heißt, jeder Film kann von einer 5-Sterne-Skala bewertet werden. Dann gibt es einen Big-Data-Algorithmus, der ausrechnet, welcher Film einem wohl als nächstes gefallen könnte. Das funktioniert erstaunlich schlecht. Und dann haben die gesagt, okay, wir wollen da besser werden, das ist uns $1 Million wert, wenn jemand unseren Computeralgorithmus, unsere Prognose der Bewertung um 10% verbessert. Scheint nicht viel zu sein. Natürlich haben alle gesagt, ja, diese Million wollen wir gerne. Es gab dann hunderte von Teams, die sich beworben haben, tausende von Lösungen. 2 Jahre lang hat es keiner geschafft. Und dann wurde der Chef von dem führenden Team schon langsam ungeduldig und meinte, Mensch, wollt ihr nicht mal wieder was anderes machen? Und dann sagen, okay, dann müssen wir da halt anders rangehen. Was haben sie gemacht? Sie haben ihre beste Lösung gemittelt mit 2 anderen Lösungen, die also schlechter waren. Und da würde ja jeder vernünftige Mensch sagen, das kann die Lösung doch nur verschlechtern. Ganz im Gegenteil. Sofort haben sie diesen Preis gewonnen. Dann sind andere Teams hergegangen, haben ihre Lösungen auch gemittelt, sofort waren sie genauso gut. Also, kollektive Intelligenz profitiert von Diversität. Ja? Die Integration diverser Lösungen schlägt die beste Einzellösung. Und so können wir das jetzt lernen, dass wir tatsächlich kollektive Intelligenz basteln, die besser ist als das, was Ja-Nein-Entscheidungen in Demokratien oder Märkte zustande bringen. Und dabei ist es ganz wichtig, dass man nicht nur eine Zielfunktion vor Augen hat, wie zum Beispiel ökonomische Effizienz, sondern dass man tatsächlich viele Dinge im Auge behält, die auch wichtig sind für die Funktionsweise des Gesamtsystems,
Denn es geht darum eigentlich, dass sich alle möglichst gut entfalten können mit ihren Talenten. Und das braucht diese Multidimensionalität. Und das ist es wirklich, was digitale Demokratie meint. Ja? Diesen Pluralismus in einen Vorteil zu verwandeln. Das ist auch in der Ökonomie sehr wichtig. Also hier geht eigentlich der Trend dahin, dass man die Menschen befähigt, bessere Entscheidungen zu treffen. Besser informiert, Systeme, die uns kreativer und innovativer machen, die uns helfen, besser miteinander zusammenzuarbeiten. Denn dann werden da automatisch bessere Lösungen herauskommen und erfolgreichere Produkte und bessere Firmen und schönere Städte und eine bessere Zukunft. Da muss man nicht top-down alles durchoptimieren, wie ein wohlwollender Diktator versuchen, allen Vorschriften zu machen. Ja, sondern hier geht es darum, die Leute zu befähigen, mit Daten für alle produktiv und kreativ zu sein und kombinatorische Innovationen zu ermöglichen, wie Sie das sich bei Lego sehr gut vorstellen können. Da gibt es unendliche Möglichkeiten, wirklich neue Dinge zu basteln. Und das braucht vor allem die Interoperabilität und einen neuen Ansatz, wo wir verstehen, dass es eigentlich darum geht, ein Informations-, Innovations-, Produktions- und Service-Ökosystem zu bauen. So eine Art riesige Sharing-Economy, wo sich alle mit ihren Ideen, Produkten und Services einklinken können. Und wenn wir das machen, dann ist tatsächlich das Potenzial dieser digitalen Ökonomie unbegrenzt. Denn Daten sind ja nichts Materielles, die können wir so oft reproduzieren, wie wir wollen, mit denen können wir unendlich viele Sachen machen. Das heißt, es könnten hier wirklich alle davon profitieren, wenn wir nur den Rahmen richtig wählen. Und dabei spielt auch dieses Finanzsystem 4.0 eine wichtige Rolle, damit unsere Ideen sich entfalten können und damit die auch belohnt werden. Braucht es also ein Geldsystem, was von unten Geld erzeugt. Aber vor allen Dingen müssen wir natürlich unser Hauptproblem lösen. Dass der Mangel der Nachhaltigkeit, ja, und in einer Welt, in der die Ressourcen knapp werden, da können wir hohe Lebensqualität für mehr Menschen mit weniger Ressourcen überhaupt nur zustande bekommen durch Wiederverwertung von Ressourcen. Eine Kreislaufwirtschaft und die Sharing-Ökonomie, die spielt dabei natürlich auch eine wichtige Rolle. Wie kommen wir dahin? Indem wir neue Marktkräfte entfesseln, nicht durch Regulation. Und NervousNet ist eine Plattform, Open Source, die in diese Richtung zielt. Also sind alle eingeladen, da mitzuwirken, wie bei Linux oder Wikipedia oder OpenStreetMap. Und es funktioniert so, dass man zum Beispiel die Sensoren, die im Handy verbaut sind, und weitere Internet der Dinge-Sensoren nutzen kann, um gemeinsam ein globales Messsystem zu bauen. Und zwar so, dass wir dem vertrauen können, dass wir die Kontrolle über die Datenströme haben und dass die Bürger dieses System gemeinsam managen, also es selber in den Händen halten. Ja, wofür kann man dieses System gebrauchen und warum brauchen wir das? Um all diese Externalitäten zu messen, also die externen Auswirkungen von unseren Entscheidungen und Handlungen und denen der Firmen gegenüber einander und der Umwelt. Also zum Beispiel Lärm, Stress, CO2, Giftstoffe, Abfallstoffe, all diese Dinge zu messen und ihnen einen Preis zu geben, aber auch die positiven Dinge zu messen, wie neue Arbeitsplätze, soziale Kooperation, Bildung, Gesundheit, Wiederverwertung von Ressourcen würde belohnt. Das heißt, plötzlich würden die Dinge, die heutzutage teuer sind, ja, also umweltfreundliche Produktion, sozialverträgliche Produktion, mit denen könnte man dann Geld machen. Und zwar verschiedene Arten von Geld, ja, Lärmgeld, CO2-Geld, verschiedene Arten von sozialem Geld, Umweltgeld und so weiter und so fort. Also, auf der Basis dieser Daten könnte man ein multidimensionales Anreizsystem bauen, mit dem man komplexe Systeme managen kann und sogar selbstregulierende Systeme bauen kann. Da müssen wir hin. Und das kann man jetzt machen. Bitcoin hat das gezeigt, die Technologie ist vorhanden, um das zu bauen. Und dann würden wir alle
wenn wir Daten erzeugen und teilen zugunsten der digitalen Ökonomie und Gesellschaft, die jetzt kommt, dann würden wir dabei Geld verdienen. Verschiedene Sorten von Geld, eben dieses Lärmgeld, CO2-Geld, soziale Geld, ökologische Geld und so weiter und so fort. Und diese Systeme würden wir gemeinsam managen, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und die Bürger zusammen. Und es ist jetzt allerhöchste Zeit, dass wir das bauen, denn wir haben nur noch 15 Jahre Zeit, laut der Vereinigten Nationen. Aber die gute Nachricht ist, es gibt jetzt die Wissenschaft, die es dafür braucht, es gibt die Technologie, die es dafür braucht, und es braucht nur noch 7, um das zu machen. Vielen Dank.